Egal in welcher Branche, das Problem ist bei allen so ziemlich gleich. Die Rede ist von Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Eine Möglichkeit, dieser Problematik entgegenzuwirken, ist das Thema Weiterbildung. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich möchte heute meine Erfahrungen zum Thema Weiterbildungen als Wettbewerbsvorteil teilen. Das Thema Fachkräftemangel ist ja nicht erst von gestern, sondern geistert bereits seit vielen Jahren durch die Medien und ist eben auch bei vielen Unternehmen zu spüren. Grund dafür ist eben durchaus der demografische Wandel. Die Babyboomer-Generation ist bereits schon zu großen Teilen in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen noch etliche Fach- und Führungskräfte aus der Babyboomer-Generation zu unserem Rentensystem hinzu. Dadurch entsteht natürlich eine Lücke, weil die Babyboomer war, wie der Name ja auch sagt, eine geburtenstarke Generation, während im Nachgang nur noch geburtenschwache und immer schwächere Jahrgänge entstanden sind. Und das führt eben dazu, dass ich immer weniger Menschen habe, die die entsprechenden Qualifikationen und Fähigkeiten mit sich bringen, sodass der komplette Markt sich einfach gedreht hat. Früher hatte ich einen arbeitgeberfreundlichen Markt. Das heißt, der Arbeitgeber hatte eine Auswahl an vielen Arbeitnehmenden und konnte sich immer so die Besten herauspicken. Ja, auf einen Bewerbungsplatz früher kamen 50 Bewerbungen mit potenziellen Azubis. Heutzutage kann man froh sein, wenn irgendwie 3, 4 ja dann vorhanden sind. Und da ist eben doch die Qualität deutlich geringer geworden. Ich habe manchmal nur noch die Auswahl zwischen Pest und Cholera und kann mir eben nicht mehr die Besten herauspicken, weil die Besten, die bewerben sich einfach gar nicht bei mir. Die gibt es vielleicht gar nicht. Und eine Möglichkeit ist eben, diesem Problem entgegenzuwirken. Das Thema Weiterbildung. Wer also jetzt noch nicht gehandelt hat, der sollte sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren tunlichst in die Spur begeben, einfach ja, diesem demografischen Wandel einhergehen mit diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Was wirklich interessant ist, ich habe in den letzten Wochen etliche Bewerbungsgespräche geführt und immer wenn ich richtig gute Bewerber hatte, die auch wirklich schon zum einen ein hohes Know-how hatten, zum anderen aber eben doch eine gewisse Ausstrahlung hatten. Ich wollte diese Mitarbeiter, all diese, ich nenne sie jetzt einfach mal A-Mitarbeiter, durch die Reihe weg, alle haben nicht nur nach der Entlohnung gefragt oder nach den Arbeitsaufgaben oder nach anderen Dingen, sondern alle haben nach Möglichkeiten der Weiterbildung gefragt. Sei es ein berufsbegleitendes Studium oder eben eine Aufbauqualifikation oder Bildungsurlaube und, und. Es war wirklich interessant. Also die, die wirklich was drauf haben, die haben auch ein von in sich heraus eine intrinsische Motivation am Thema Weiterbildung. Und warum sollte ich als Arbeitgeber denn dem Ganzen widersprechen? Es gibt doch nichts Schöneres, als Mitarbeiter zu haben, die von sich aus das Verlangen nach persönlicher Entwicklung, Weiterentwicklung und Aufbau und Ausbau des eigenen Know-hows haben. Denn was sind denn die Vorteile aus Arbeitgebersicht? Warum sollte ich als Unternehmen in die Qualifikation und Weiterbildung meiner Mitarbeitenden investieren? Ich denke, dass qualifizierte Mitarbeiter automatisch effizienter arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal irgendwie, ich sitze 2 Stunden vor Excel und suche nach irgendeiner speziellen Formel oder will irgendwie ein Problem lösen und kriege es einfach nicht hin. Dann kommt der Kollege, ich beschreibe kurz mein Problem und dann dauert es exakt 15 Sekunden und er hat genau das gemacht, was ich als Wunschziel hatte. Und der Punkt hier ist das Thema Weiterbildung. Ich habe eben nicht die notwendige Qualifikation oder habe mich entsprechend noch nicht weitergebildet, wie eben dann der Kollege oder die Kollegin entsprechend dann das Know-how besitzt. Das heißt, qualifizierte Mitarbeiter kennen häufig die Lösung des Problems, sodass das Problem gar nicht erst zum Problem wird, sondern automatisch eine Lösung ist. Und sie kennen auch häufig noch eine Abkürzung. Ja? Wie viele Hacks gibt es, wo ich Dinge einfach schon seit Jahren tue und dann kommt jemand anderes, macht 2 Klicks und ich habe immer 10 Klicks gemacht. Und wenn man das dann mal so die Opportunitätskosten mal berechnet, wie viele Jahre ich vielleicht schon durch solche ja vermeintlich richtigen, aber dann doch falschen Tätigkeiten vergeudet habe. Ja, und die Hilfe, um dem Ganzen entgegenzuwirken, ist eben das Thema Weiterbildung. Also qualifizierte Mitarbeiter arbeiten automatisch produktiver. Und wenn ich natürlich auch den Weiterbildungswünschen meiner Arbeitnehmenden
entgegenkomme und dem auch entspreche, dann haben sie doch automatisch eine höhere Motivation, bringen auch mehr Know-how ins Unternehmen rein und ich schaffe doch da automatisch einen Wettbewerbsvorteil, weil ich eben Wissen habe in meinem Unternehmen, was vielleicht die Konkurrenz nicht hat. Und somit kann ich die Konkurrenz Stück für Stück abhängen und gleichzeitig auch für Arbeitnehmer. Also für alle Arbeitnehmenden, die jetzt gerade zuschauen und sagen, naja, also mein Chef wollte ja mal, dass ich mich weiterbilde, aber ich habe da irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Muss ich mein Wochenende opfern oder ich muss dann so weit fahren und ach, und das ist ja alles so anstrengend, da muss ich was lernen. Passt da bitte auf. Wir leben im Informationszeitalter und es ist leider heutzutage nicht mehr so, dass ich einmal irgendwie eine Ausbildung mache, 3 Jahre lang die Schulbank drücke und dann irgendwie die nächsten 50 Jahre nichts Neues mehr dazulerne. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So sehe ich das einfach. Und qualifizierte Leute haben erfahrungsgemäß immer höhere Chancen auf eine bessere Entlohnung. Sie haben auch deutlich mehr Argumente in Sachen Verhandlungen. Sie sind jederzeit auch in anderen Unternehmen einsetzbar und machen sich auch gleichzeitig in meinem Unternehmen beispielsweise unersetzbarer. Ja, habe ich jemanden, der total eine Basisqualifikation hat, die eben auch jeder haben könnte. Der ist eben leicht zu ersetzen, aber je spezialisierter euer Wissen ist, umso schwieriger seid ihr eben entsprechend auch zu ersetzen. Von daher, persönliche Weiterbildung sollte für jeden wichtig sein. Sowohl aus Sicht der Unternehmen als auch aus Sicht der Arbeitnehmenden. Von daher mein großer Appell an euch, bildet euch weiter. Anstatt sinnlos irgendwie die Zeit zu vergeuden auf Social Media oder vorm Fernseher, nehmt doch lieber mal ein Buch in die Hand. Gerade so die letzten 2 Jahre im Rahmen der Corona-Pandemie haben einige Unternehmen und auch Arbeitnehmende die Chance verpasst, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu qualifizieren. Denn ganz viele saßen zu Hause im Rahmen der Kurzarbeitszeit und hatten eigentlich mehr freie, verfügbare Zeit, um sich selbst weiterzuentwickeln, um sich zu qualifizieren. Was war aber der Fakt? Die meisten Unternehmen haben Weiterbildungsbudgets erstmal eingestampft. Anstatt in die Weiterbildung und Weiterentwicklung ihres Unternehmens zu investieren, haben sie eben Angst und Panik bekommen und haben lieber gesagt, okay, wir stampfen alle Weiterbildungen ein und versuchen erstmal da Geld ja wegzustreichen, wegzurationalisieren, um es einfach zu sparen. Und dieses kurzfristige Sparen führt aber langfristig zu einem Riesenproblem, weil diese Weiterbildungslücke, die dadurch jetzt entstanden ist, die führt eben dazu, dass ich gegenüber der Konkurrenz vielleicht den Anschluss verloren habe. Die Konkurrenz hat vielleicht den entgegengesetzten Part gemacht und hat eben gesagt, wir investieren in die Qualifikation unserer Arbeitnehmer. Wir haben gerade Zeit dafür. Wir verplempern jetzt gerade nicht irgendwie wichtige Produktionszeit, weil die Produktion steht ja still. Und dafür nutzen wir die freie, verfügbare Zeit, um uns persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt kann ich natürlich das Argument gelten lassen, naja, aber Weiterbildung ist ja immer teuer. Ja, das kann sein bei bestimmten fachspezifischen Weiterbildungen mit wirklichen Spezialisten, da kann es auch mal ziemlich teuer werden, wenn es um eine Weiterbildung geht. Aber wir leben im Informationszeitalter. Und eigentlich, liebe Mitarbeiter aus meinem Team, wenn ihr mal zu mir kommt und sagt, Hannes, ich habe gerade nichts zu tun. Ihr kriegt immer die Antwort, okay, dann bilde dich weiter. Denn es gibt immer die Chance, sich irgendwie weiterzubilden. Was kosten denn heutzutage Bücher? Es ist ja lachhaft. Es gibt Secondhand-Buchshops. Ja, ich bin selber ein großer Fan von Medimops. Ich bestelle jeden Monat 5 bis 10 neue Bücher. Und die kosten teilweise 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Mal ganz ehrlich, was sind denn 20 Euro im Monat für ein paar Bücher? Oder auch, selbst wenn du diese 20 Euro im Monat nicht hast, dann bin ich sicher, du hast irgendwie 15 bis 20 Euro im Jahr. Denn nicht viel mehr kostet eine Mitgliedschaft in der Bibliothek. Und auch aus Unternehmenssicht, ja, selbst diese 15 bis 20 Euro sollte jeder eigentlich bereit sein zu investieren. Genauso gibt es eben auch ja inzwischen richtig Wissensplattformen mit Flatrate-Funktionen, wo ich einen gewissen Betrag X bezahle und dann auf Tausende von Schulungen und Weiterbildungen zugreifen kann. Oder nehmen wir das Thema Podcast. Ihr habt hier den BGM Podcast mit fast 200 Videos und ich glaube 80 Stunden Content, vollkommen for free und gratis. Und das ist ja nur ein Kanal. Da gibt es noch viele andere Kanäle mit vielen, vielen weiteren Themen. Man kann sich eigentlich heutzutage alles Wissen aneignen, fast sogar völlig kostenfrei aneignen und ich bin der festen Überzeugung, es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, sich weiterzubilden.
Und selbst wenn es mal eine fachspezifische Weiterbildung ist, auch da gibt es entsprechende Fördermöglichkeiten. Sei es über die Agentur für Arbeit, die eben auch entsprechende Weiterbildung fördert, wenn ich eben jemanden habe, der vielleicht noch nicht die Qualifikationen hat, die ich benötige, aber wenn ich eben garantiere als Unternehmer, dass ich denjenigen einstellen würde, sofern er die Qualifikation besitzt, dann ist auch die Agentur für Arbeit bereit, entweder die Weiterbildung komplett zu finanzieren oder eben sich zu beteiligen. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja, Bund und Länder. Es gibt in einigen Bundesländern sogenannte Bildungsgutscheine, die ich nutzen kann. Es gab im Rahmen der Corona-Pandemie auch Bildungsfonds, wo ich darauf zurückgreifen kann. Ich muss mich halt nur einfach mal drum kümmern. Ich muss mich mal belesen, ich muss Gespräche führen mit dem Steuerberater oder eben auch mit den Institutionen, um dann einfach diese Chancen zu ergreifen. Und auch nochmal zwei andere wichtige Punkte, gerade hier im Bereich Unternehmertum und auch BGM. Wir alle sind als Unternehmen dazu verpflichtet, IHK-Beiträge zu bezahlen. Wir sind dazu verpflichtet, bei der Berufsgenossenschaft jedes Jahr etliches an Geld zu hinterlassen. Und alle schimpfen darüber. Aber keiner informiert sich mal darüber, welche Möglichkeiten auch daraus bestehen. Ich habe etliche Weiterbildungen auch schon über die IHK genutzt. Sei es der Gründerstammtisch, sei es Impulsvorträge zu verschiedenen Themen, sei es im Bereich Online-Marketing oder Buchführung und, und. Also auch die IHK, informiert euch mal bei euren IHKs, die bieten etliches an Weiterbildung. Ich muss halt nur mal zur IHK zugehen, um dann eben nachzufragen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann kann ich da auch entsprechend die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. For free, in großen Teilen wirklich absolut kostenfrei. Weil diese Weiterbildung eben durch eure IHK-Beiträge, Pflichtbeiträge ja entsprechend mit abgedeckt sind. Und genauso ist es auch bei der Berufsgenossenschaft. Wir haben vor kurzem einige Mitarbeiter zu verschiedenen Schulungen angemeldet bei der Berufsgenossenschaft. Und wir waren völlig verwundert, als wir auf einmal eine E-Mail bekamen, wo drin stand, sollten Sie keine Unterkunft benötigen, dann bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, wo wir dann nochmal nachtelefoniert haben und gefragt haben, wie, also die Weiterbildung, die ist kostenfrei? Ja. Und die Unterkunft, die ist auch kostenfrei? Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, es gibt einfach verschiedenste Möglichkeiten der Weiterbildung, sei es eben kostengünstige Weiterbildung, sei es kostenfreie Weiterbildung, sei es über Bund, Länder, Institutionen. Ihr müsst es nur einfach nutzen. Und das ist so ein bisschen der Appell der heutigen Episode, weil es nützt natürlich nichts, immer nur zu sagen, oh Gott, ne, ich habe keine Fachkräfte. Ja, dann musst du sie dir selber heranziehen. Geh doch mal in die Schule und halt doch mal einen inspirierenden Vortrag. Ich selber habe schon etliche Vorträge bei Abiturjahrgängen oder in der Uni einfach for free gehalten. Ich war glücklich, dass ich ihn for free halten durfte. Einfach um direkt an die potenziellen Fach- und Führungskräfte von morgen einfach ranzukommen. Weil was ist denn dann einfach, wenn du ja einfach einen inspirierenden Vortrag hältst, ein bisschen davon erzählst, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und dann auch noch sagst, ey, wenn ihr wollt, wir suchen gerade Leute, sprecht mich gerne an. Hier, ich lege einen Stapel Visitenkarten hin, schreibt mir einfach eine E-Mail und schon habe ich den Erstkontakt. Oder wir nutzen zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen im Rahmen von Praxissemestern. Also ich kann dann einfach mehrere Wochen lang schon die Arbeitskräfte von morgen antesten. Gleichzeitig kann auch die Arbeitskraft von morgen mein Unternehmen testen. Und wenn das dann einfach passt, ja, dann ist das doch direkt gematcht. Dann braucht man dann gar nicht mehr großartig darüber reden, ob derjenige anfängt oder nicht. Und wenn er dann noch eine Weiterbildung machen möchte, ja, dann investiere ich auch das Geld, weil es mir das einfach wert ist. Weil ich weiß, ja, Bildung hat die größte Rendite. Von daher teilt auch mir gerne mal eure Erfahrungen mit, entweder als Kommentar unterhalb des Videos oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast-App, gerne auch per E-Mail an info@outness.de. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.